Herzlich willkommen hier zurück bei Project Zomboid und dem großen Coup von Louisville. Bufo hat sich in einer, ja, sag ich jetzt mal, sehr, sehr engen Situation hier eingenistet und versucht, irgendwie zu überleben. Er hat beim letzten Mal ein bisschen Nahrungsmittel gefunden, will auch noch mehr organisieren, aber für ihn ist das wirklich ein hartes Stück Brot. Gut, der Wecker klingelt und wir stehen auf. Können wir da eigentlich jederzeit wieder rein und rausgehen? Ah, nee, das geht so jetzt nicht mehr. Verflixt. Okay, das war also one use only, mehr oder weniger. Es ist am frühen Morgen um 5 und Bufo braucht als allererstes jetzt... Oh, er hat seinen Sack nicht mehr in den Händen. Sekundär ausstatten. Den legen wir wohl jedes Mal ab, wenn wir schlafen. Er zieht sich jetzt hier erstmal eine Zigarette rein und macht sich dann erstmal Gedanken über den Tag. Mal gucken. Also, das Nervenkostüm ist wieder einigermaßen in Ordnung. Wir befinden uns immer noch hier. Hier haben wir tatsächlich Nahrungsmittel gefunden. Es gibt aber noch einen weiteren Pfad. Wir brauchen Benzin. Tja, wir brauchen dafür also Autos. Bufo macht sich also am frühen Morgen, wo es immer noch regnet, auf den Weg. Sind in diesen Kisten irgendwas drin? Nein. Okay, es wird also Zeit aufzubrechen. Erneut. Und wie gesagt, ich darf halt nicht rennen, aber dafür werden wir halt jede Menge, sage ich jetzt mal, diesen Modus jetzt hier verwenden. Leider hatte dieses Fahrzeug nichts wirklich Sinnvolles, Hilfreiches dabei. Wir gehen erstmal wieder darüber, wo wir gestern gewesen sind. Und hoffen, dass dieses Wetter auch irgendwann mal Gnade kennt, ich sag's euch. Das ist ja stürmisch wie Hölle. Okay, jetzt sind wir erstmal hier drin. Können wir hier drin Licht anmachen? Gibt es da noch mehr Räumlichkeiten? Das sind nicht direkt Räumlichkeiten hier. Hier sind einfach nur Maschinen. Gibt es hier keinen Lichtschalter? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es hier keinen Lichtschalter gibt. Okay, wir machen mal hier alle Lichter an. Wir haben noch eine Taschenlampe dabei. Die könnte man jetzt auch mal kurz mal zweckentfremden. Kurz mal hier primär ausstatten. Nee, hier gibt es anscheinend wirklich kein... Oh, was liegt denn da am Boden rum? Nichts. Sah bloß so aus. Okay, also hier gibt es nichts wirklich. Also wir machen die Taschenlampe erstmal wieder aus. Ausschalten. Nehmen wieder unsere Waffe zur Hand. Und machen uns auf den Weg, mal diesen schmutzigen Pfad jetzt hier uns mal näher anzuschauen. Wäre jetzt hier mal so meine Idee. Mal gucken, wohin der Bufo führt. Bis jetzt nur zu Wolfsgeheul. Ich meine, irgendwann muss hier ja auch mal was kommen, ne? Bufo hat Zeit. Leider aber auch Durst. Gut, schränken wir ein das mit der Zeit. Bufo hat nicht unendlich viel Zeit. Er könnte dringend mal eine Wasserflasche gebrauchen. Das wäre ein ganz großer Win für ihn. Wohin führt dieser Pfad? Hungrig und durstig findet er einen anderen Weg. Und ein weiteres Haus. Sehr gut. So katastrophal war es doch gar nicht, mein lieber Bufo. Es könnte eine neue Chance sein. Erstmal wie so oft umschauen. Scheint auch niemand in der Nähe zu sein. Aber leider halt auch kein Auto, das uns jetzt irgendwie, naja, Sprit bedeuten würde. Das bekommen wir leider nicht. Das hier könnte ich übrigens zumachen. Der Bufo ist nicht so der Typ, der... Da ist niemand drin. Scheint niemand drin zu sein.
Der ist nicht so der Naturbursche, überhaupt nicht eigentlich. Eigentlich hasst er die Situation gerade eben. Er will eigentlich nur irgendwo wieder ins Trockene. Auch niemand? Vielleicht haben wir erneut Glück. Wir haben erneut Glück. Gut, wir werden versuchen hier, ob diese Tür hier offen ist, wenn dieses Fenster hier auch cool ist. Okay. Wow. Unverschlossen. Nahrungsmittel. Oh, Thunfisch. Den pfeift sich Bufo sofort rein. Denn wir brauchen gerade was zu essen und was zu trinken. Sehr gut. Da draußen ist auch ein Mülleimer. Da können wir gleich Mülli organisieren. So, Moment, was haben wir? Oh, eine Bratpfanne, Halleluja. Die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Gibt es hier noch was zu essen? Frische Orange und Gewürzgurke. Das nehmen wir mit, wenn wir wieder zurückgehen. Erstmal durchsuchen wir das Haus per se. Zeitung. Nee, das brauchen wir alles nicht. Da ist nichts mehr. Wir brauchen auf jeden Fall auch Vorhänge, um unsere Lebenssituation dort, wo wir sind, ein bisschen sicherer zu machen. Ist keiner drin? Eine Brechstange. Bufos bester Freund. Eine Beanie-Mütze. Ja, wir nehmen auch mal die Beanie-Mütze mit. Die könnte auch was taugen. Das nochmal eine Möglichkeit, Vorhang zu entfernen. Hier ist noch eine Hose drin, die brauchen wir nicht. So, und was gibt's hier noch? Toilettenpapier, Zahnpasta. Ne, damit fangen wir nichts an. Aber wir können nochmal ganz, ganz kurz was trinken und wir können uns mal komplett waschen. Also erstmal alle Kleider waschen, die wir haben. So. Das sind einige Kleider, die ich gerade waschen muss. Na, ich will halt nicht, dass, falls wir uns verletzen, uns irgendwie, ihr wisst schon, uns eine Infektion einfangen oder sowas in der Art und Weise. Denn wenn eine Sache von Bufo gehasst wird, dann Keime. Deswegen macht er sich auch ungern die Finger schmutzig. Okay, das hier hat jetzt schon mal geklappt. Wir haben alles jetzt hier rausgeholt, was irgendwie sinnvoll ist, bis auf wenige Ausnahmen. Wir nehmen jetzt hier die Nahrungsmittel noch mit, auch die tiefgekühlten. Backofenblech ist mir egal. Das hier nehmen wir auch alles mit. Und jetzt gucken wir mal, dass wir unseren besten Freund organisieren. Ja, da ist Mülli. Sehr gut. Wie gesagt, ist das Maskottchen auf meinem Kanal. Nein, nicht den Sack. Ich will ihn auf den Boden werfen. So. Das, was hier drin ist, muss jetzt alles in Mülli rein. Mülli ist nicht nur unser bester Freund, er weiß auch alles über uns, weil er nämlich all diesen Kram dabei hat. So, perfekt. Dieses Laken hier kommt dann auch noch rein. Streichhölzer kommen hier noch rein. Die Bratpfanne muss hier noch rein. Der Schraubenzieher, den lassen wir mal. Was haben wir hier? Die Blechdose, die kann jetzt hier in die Mülltonne. Jetzt sind wir nicht mehr übermäßig überladen. Okay, aber gibt es hier sonst gar nichts mehr? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, gerade eben. Es hat gerade aufgehört zu regnen, fängt instant wieder an. So, nochmal ganz kurz geguckt. Na, wie weit können wir gucken? Wie weit können wir gucken? Wir können nicht so super weit gucken, wie ich es mir wünschen würde. Da geht auf jeden Fall auch noch irgendwie ein Pfad runter. Aber wisst ihr, das Hauptproblem ist, wir müssen jetzt diesen ganzen Kram erstmal wieder im Grunde nach Hause bringen, so wie ich das sehe. Warum hat er unterbrochen gehabt? Hä? Unterbricht das Gehen die ganze Zeit? Also ganz schnell darf ich es wohl nicht machen. Wie mir scheint. Meine Güte, dieses Wetter. Könnte ja auch irgendwann mal aufhören, dauernd zu regnen, oder? Unfassbar.
Wisst ihr, und dann entwickelst du auch noch bei diesem unfassbaren Regen hier auch noch einen Durst. Bescheuerter kann es wohl kaum werden. Okay, wir können also de facto jetzt hier einfach rüberlaufen. Das Gute ist, dass wir uns jetzt hier gerade eben nicht unbedingt kaputt schleppen. Das ist ja schon mal ein Vorteil. Aber wir sneaken also so viel wir können. Gott, was für ein Wetter. Ich glaube, ich sollte mal auch die Hauptstraße noch mal näher prüfen, ob da nicht vielleicht irgendwo ein Auto in der Nähe ist. Denn unsere Möglichkeiten hier werden langsam aber sicher schon etwas begrenzter. Okay. Das Wichtige ist, wir sind wieder zurück und können unsere beiden Fenster jetzt hier tatsächlich mal abdunkeln. Was ja auch schon mal gut ist. Hat alles jetzt seine Vorteile. Vorhänge zuziehen. Das hier ist eine komplett undurchsichtige Tür, was ich auch hart feiere. Was hat denn Mülli jetzt alles noch in sich? Mülli hat jetzt hier... Oh, warte mal, erstmal die ganzen frischen Sachen. Orange muss da rein. Frische Erbsen müssen in die Tico. Genauso auch wie das ungekochte Steak. Das da rein. Die Gewürzgurke muss hier rein. Die Dosen müssen da rein. Also im Grunde sind wir nahrungsmitteltechnisch eigentlich jetzt schon halbwegs gut aufgestellt. Hier kommt auch noch eine Bratpfanne rein. Das Tomatenmark. Okay. Das ist schon mal okay. Leider ist das Ding hier nicht so in gutem Zustand. Aber man kann nicht alles haben. Ich glaube, dass wir das jetzt zu unserer Sekundärwaffe machen. Das Brecheisen ist für uns besser. Das hier kommt auch nochmal rein. Aber warte mal, was ist, wenn ich jetzt hier zweihändig kämpfe? Dann haben wir automatisch das Ding nicht mehr in der Hand. Das ist ein Problem. Diese Beanie-Mütze ziehen wir uns jetzt mal an. Typischer Einbrecher-Look. Okay, sekundär ausstatten. Die mehr ausstatten. Ja, man kann das Ding auch unter schweren Bedingungen einhändig führen. Was jetzt nicht unbedingt der Idealzustand ist. Oh Mann. Ja, also wir kommen zu dem Schluss. Wir müssen trainieren, Freunde. Wir müssen. Es geht nicht anders. Es geht los, mein Lieber. Du wirst tatsächlich jetzt hier Liegestützsprünge machen. Und zwar so lange, bis du nicht mehr kannst. Das wird nicht lange dauern, ich sag's euch. Oh Mann. Oh Mann. Das Wichtige ist, dass er dadurch dann halt erst nachts den Muskelkater bekommt. Er schafft es echt eine ganze Weile. Ich bin echt beeindruckt. Also wir müssen diesen Kerl hochtrainieren. Jetzt kann er nicht mehr. Jetzt kann er nicht mehr. Okay. Wir können uns einfach mal kurz mal hinsetzen und die Situation mit Ausruhen bewältigen. Und leider sind wir jetzt halt auch schon müde. Okay, wir sind sogar schon wirklich müde. Gut. Mehr Training machen wir für heute jetzt erstmal nicht. Das wäre zu viel für ihn. Schauen wir mal gerade eben mal auf die Map. Also wir wissen, dass hier noch ein Pfad weitergeht. Was wir noch machen könnten heute, ist auf jeden Fall nochmal die Straße uns näher anschauen. Mal Kölns irgendwann. Ich könnte mal gucken, was ist eigentlich da hinten drauf. Gar nicht gemacht. Oh, zwei Polizeifunkgeräte in ein Seil. Naja. Gut, soll mir recht sein. Also, wir gehen jetzt da runter.
und schauen uns mal die Straße an. Hier gibt es auch noch ein bisschen was, was wir uns anschauen könnten. Moment, was ist das hier? Nichts Brauchbares. Soweit das Auge reicht, nichts. Na gut. Dann wissen wir das jetzt auch. Ist ja auch was wert, das zu wissen, ne? Also gut, wieder zurück. Oh, und jetzt ist er wieder völlig fertig, der arme Kerl. Ich bin ehrlich gesagt am Überlegen, ob ich das sogar sein lasse mit dem Thema alle zwei Tage, jeden Tag eine Folge. Denn ihr seht, ne, teilweise sind die Zeiten halt dann doch radikal unterschiedlich. Sehr, sehr unterschiedlich. Ja, jetzt trinken wir erst nochmal ganz, ganz kurz was. Und ich möchte hier nochmal ganz, ganz kurz das hier wieder ändern, weil das hat mir jetzt halt original überhaupt nicht geholfen. Also, warum kann ich den nicht aufheben? Oh, das ist interessant, den kann ich gar nicht aufheben. Ich kann ihn auch nicht abbauen, weil ich dafür eine Säge brauche. Das ist der Zugang zu einigen von meinem Wasser. Ich muss das Ding leider zerlegen. Ah, sonst komme ich nicht über mein Wasser ran. Abbauen. Sit. Okay, Tür zu. Jetzt kann ich aufstehen. Kann ich ihn jetzt anheben? Ah ja, jetzt wo ich im Zimmer bin. Ah, Halleluja. Ich dachte schon, das wird jetzt hier ein echtes Problem. Aber nur wegen dem Sitzen konnte ich das wieder machen. Also gut, wir platzieren dieses Objekt wieder. Ich tue es dahin. Naja. Eigentlich müsste ich dafür sorgen, dass es hier ist. Also, dass die Zombies jetzt hier nicht so ohne weiteres reinkommen. Also, wenn sie jetzt hier durchbrechen, das machen wir jetzt auch. Ich muss dafür sorgen, dass ich Zeit habe, aufzuwachen. Nur für den Fall das. Das ist der dunkle Stuhl. Objekt platzieren, genau. Hier ist nochmal ein Sofa. Das hilft mir jetzt gerade eben nicht allzu sehr. Ist da noch irgendwas drin? Oh, ein Radiergummi! Sofort her damit. Okay, jetzt wirst du erstmal wieder sekundär ausgerüstet. Die Gartensäge räumen wir erstmal wieder auf. Gartensäge da rein. Radiergummi da rein. Und jetzt können wir zum ersten Mal ein paar kleine Markierungen machen. Hier mal sagen, blau ist unser Haus. Dass wir auf jeden Fall wissen, dass es unser Haus ist. Jetzt muss ich bloß dieses Haussymbol finden. Da ist es. Ja, das machen wir einfach dahin. Zack. Dann hier gibt es Fressalien. Wir sollten noch mehr von diesen Fressalien organisieren. Hier genau. Dann machen wir dieses Zeichen dahin. Das ist gut. Und was ist hier noch? Ja, das hier ist die Tanke, ne? Oder ist das die Tanke? Ich bin mir nicht ganz sicher. Hier haben wir die Tanke nicht wirklich gesehen. Irgendwie müssen wir an Benzin rankommen, ich sag's euch. Irgendwie müssen wir das schaffen. Tja, das, also, wie gesagt, wir werden jetzt einfach nochmal einen weiteren Tag spielen, ne? Was soll's? Also, Bufo, mein Freund, du traust dich jetzt tatsächlich zum ersten Mal hier jetzt zu schlafen. Bitte stirb nicht. Am nächsten Morgen werden wir dann erstmal nochmal was essen. Ja, jetzt müsste eigentlich gleich, genau, es trifft hier die Erschöpfung uns erstmal in diesem Moment. Autschen. Das erste Mal in seinem Leben hat er hart Sport gemacht. Hat deswegen jetzt hier Schmerzen. Können wir uns was zu essen machen? Wenn ich jetzt hier die Pfanne rausnehme. Genau, ich nehme jetzt hier die Pfanne raus. Ich möchte ein Pfannengericht machen. Aus zufälligem Rindfleisch.
Dann machen wir noch Tomatenmark hinzu. Dann ein paar frische Radieschen, frischen Kohl. Mais packen wir auch noch rein. Wenn schon Apokalypse ist, müssen wir auch nicht unbedingt verhungern. Steak? Nee, für Steak ist es noch zu früh. Wollen wir noch eine Dose mit reinpfeffern? Ich bin am Überlegen, ob wir noch eine Dose mit reinpfeffere. Eine Dose Bohnen. Komm, die öffnen wir mal. So, dann können wir nämlich jetzt hier nochmal... Okay, ich kann Bohnen nicht hinzufügen. Dann nehmen wir noch mehr Kohl. Kann ich noch mehr reinpacken? Tatsache. Dann nehmen wir noch mehr Mais. Das war's, okay. Die Bohnen sind jetzt dummerweise offen. Ich dachte, die kann ich vielleicht auch noch mit reinmixen, aber das ging nicht. Also gut, mein lieber Backofen. Sei ein braver Backofen. Deine Einstellungen besagen. Jetzt habe ich ihn eingeschaltet. Aber es passt, okay. Alles ist gut. Dann brutzeln wir das jetzt hier gerade eben schon mal. Boah, wir haben gerade fürchterliche Schmerzen. Sollen wir es mal ausschalten? Immerhin läuft noch was im Radio. Hä, warum ist die Unglücklichkeit auf plus 4? Ja, weil ich kein Gewürz drin habe, ne? Also gut, wir pfeifen uns jetzt hier mal davon ein Viertel rein. Das wird hoffentlich eine Weile reichen. So, rein damit in den Kühlschrank. Käse haben wir leider auch nicht benutzen können. Weird. Boah, wie lange haben wir denn diese Schmerzen, ey? Das ist ja schrecklich. Na, wir müssen jetzt halt hier diese Regelmäßigkeit hinbekommen. Das heißt, wir werden heute Abend auch nochmal trainieren müssen. Jetzt trinken wir noch mal ganz kurz was. Oh Mann, ich muss mich um so viel kümmern bei ihm gerade eben, weil wir einfach noch keine Wasserflasche haben, ne? Seine Bedürfnisse sind außer Kontrolle. So, jetzt hoffe ich aber mal, dass es heute nicht mehr ganz so schlimm ist. Da draußen, meine ich. Ich nehme jetzt mal den Hammer jetzt hier mal. Okay. Ich glaube, wir werden erstmal weiterhin zu Fuß diese anderen Richtungen hier mal näher uns anschauen, ne? Also, wir werden es auch wieder sneakend machen. Da gab es ja das eine oder andere, was wir uns theoretisch anschauen könnten. Beziehungsweise zumindest einen weiteren Pfad. Gucken wir mal, wohin uns das jetzt hier führt. Zu einem Waldrand, interessant. Und schleichen tun wir deswegen. Gerade eben erst gegessen spielen. Schleichen tun wir deswegen, damit uns, falls da was in den Büschen und Bäumen lauert, uns niemand direkt anspringen kann. Genau, hier kann ich jetzt zickzack durchlaufen. Dinge, die wir auch gelernt haben. Immerhin sehen wir jetzt auch rechts so ein bisschen was von dem Waldrand, der uns jetzt hier immer näher kommt. Da drüben ist der andere Weg. Aber ich habe jetzt nicht vor, hier durch den Wald abzukürzen. Weiß der Geier, was uns da begegnet. Okay. Da beginnt eine echte Straße. Eine echte Straße bedeutet auch potenziell echte Autos. Okay, was... Hier müssen wir uns jetzt erstmal wieder mal umschauen, bevor wir jetzt hier weitergehen. Da ist ein weiteres Haus.
Da unten auch. Okay, wir prüfen diese Häuser. So, lauf mal darüber. Ein sehr schönes. Ah, ein Auto. Das ist das Erste, was Bufo prüfen möchte. Dieses Auto. Zwei Autos. Es ist ein Verkehrsunfall. Es kann sein, dass sie völlig hinüber sind und das Benzin ausgelaufen ist. Aber zwei kaputte Autos sind zwei Chancen auf ein paar Tropfen. Ein paar Tropfen. Wir reden von Tropfen. Benzin. So wie es aussieht, ist die gesamte Welt wirklich innerhalb von Sekunden den Bach runtergegangen. Und Bufo ist der Letzte, der noch lebt. Ich habe das Gefühl, dass dieses Auto keinen Sprit mehr hat. Hier sieht man übrigens auch eine meiner Mods, die ich habe. Ein BMW. Keinen Tropfen Kraftstoff. Rein? Kann man nicht. Ich werde trotzdem das... Oh, 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 Bufo, Bufo, Bufo. Wir haben unerfreuliche Freunde. Gehen Sie weg. So. So. Gut. Da sind ja nochmal zwei. Warum muss das sein? Na gut. Ja, verschlossen. Komme ich an die Karre noch ran, um irgendwie den Motor zu gucken? Ja, kann ich. Auch kein Tropfen Benzin. Und ein anderer Zombo hat uns leider gerade eben erblickt. Tja, ich ahne, dass Bufo die alle wegmachen muss. Okay, ich merke gerade eben, dass ich meine Kopfhörer falsch aufhabe. Deswegen habe ich mich nach links gedreht. Muss ich wohl zwischen den Folgen gleich mal ändern. Also gut, aber ich kann jetzt hier erstmal diese Fenster einschlagen. Hat diesen Zombie zum Glück jetzt nicht auf den Plan gerufen. Ich mache jetzt mal alles erstmal auf. Alkoholtupfer. Oh, das könnte nützlich werden. Nochmal eine Karte von Louisville. Noch eine mit Annäherung, mit Anmerkungen versehene Karte. Tja, die Kreditkarte, mit der fangen wir leider wenig an. Ich gucke mir auf jeden Fall die Karte von Louisville schon mal an. Dann muss ich sie nicht weiter mitnehmen. Okay. Was ist hinten drin? Ein weiterer Mülli. Okay, dieses Auto ist offen. Das ist perfekt. Der hat einen Schlüssel! Verflixt. Auch eine Karte von Louisville. Brauchen wir nicht weiter. Und ein Feuerzeug. Das ist auch was wert. Hm, leider werden wir langsam aber sicher hungrig. Ist da hinten noch was Brauchbares drin? Eine Einkaufstasche. Habe ich den eigentlich schon untersucht nach irgendwelchem Geschmeide? Der hatte nichts dabei, okay. Falls ihr übrigens mal mich live sehen wollt, Freunde, ich spiele regelmäßig, also eher so alle zwei Wochen regelmäßig, samstags ab 14 Uhr, manchmal auch abends ab 19 Uhr, ja, Project Zomboid mit der CDDA Challenge, die Challenge Kein schöner Tag, also die schwerste Challenge, die, ja, das Spiel parat hält, zumindest in der Vanilla-Version. Ich habe da bereits einen Rekord von 20 Tagen aufgestellt, zu überleben. Bin dann aber leider unglücklich gestorben und wir fangen das immer wieder neu an. Also ich lade euch recht herzlich ein auf twitch.tv/mörb. Schaut gerne vorbei. So, dann gucken wir mal, dann gucken wir mal. Ist dieses Haus hier zugänglich? Möglicherweise. Da
ist ein Gaskanister drin. Eigentlich ziemlich geil. Da liegt ein Toter. Der Zombie ist weitergegangen. Okay, wir versuchen jetzt hier reinzukommen. Sieht mittelgeil aus. Okay, wir schaffen's. Ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher. Wer auch immer da ist, ich möchte nicht, dass er uns sieht. Dass wir jetzt hier im Haus sind. Die machen wir auch mal gerade eben mal zu. Oh, hier kommt jetzt Woodcraft. Was für ein Zufall, dass es hier Woodcraft kommt. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht damit gerechnet. Habe mal schnell meine Kopfhörer umgedreht, ne? Damit ich die Kopfhörer richtig auf habe. Okay. Lernen wir jetzt gerade eben sogar was dabei? Also ich weiß, dass man normalerweise was dabei lernt, ne? Aber Bufo lernt tatsächlich jetzt hier zufällig Tischlerei. Es widert ihn beinahe schon an den Gedanke, dass er nacktes Holz anfassen muss. Und dann stellt er fest, dass er einen Hammer in der Hand hält. Und ohnehin schon. Ihr wisst schon. Ne? Tja, Tischlerei gelevelt. Was haben wir hier noch? Wieder einige Nahrungsmittel. Wir haben gerade eben sehr, sehr großen Hunger. Wir nehmen jetzt mal dieses Gepökelte hier und öffnen das. So, und dann essen wir es noch schnell. Und dann würde ich aber mal sagen, das ist ein verdammt guter Zeitpunkt für einen Break. Danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Ich behaupte, für Bufo könnte es schlechter laufen. Aber auch besser. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, schöne Zeit. Tschüss und Ade.